Ja, hallo und willkommen. Ich bin Christina und mit mir habt ihr jetzt die nächsten 10 Minuten das Vergnügen, ein wenig ein Workout-Fit im Homeoffice mit mir zu machen. So, was ihr braucht, ist nur ein Stuhl, euch selbst und gegebenenfalls die Möglichkeit, etwas auszuziehen. Das heißt, ich ziehe jetzt einfach beispielsweise meinen Blazer aus, weil das wird mir sonst zu unbequem. Den könnt ihr auch gleich direkt wieder anziehen, ja? Denn keine Angst, großartig schweißtreibend werden die 10 Minuten nicht. Aber es aktiviert und lockert einfach den Körper durch. Okay? Gut, du darfst dich einmal hüftbreit hinstellen, die Schultern lockern und einfach die Arme, die Ellenbogen mitnehmen. Ja, mal den ganzen Bereich, der jetzt angespannt war von der ganzen Computer- und Heimarbeit, zu lockern, zu durchbluten. Genau, so jetzt nimm die Arme ruhig mal mit, schön weit nach hinten, so weit du kannst. So, jetzt auch mal von hinten nach vorne. Dass du einfach hier auch eine Variation hast. Genau. Ja. Bring die Arme ruhig immer mal wieder in Bewegung. Den ganzen Tag über locker den Schulternackenbereich. Jetzt bleib oben, bring einen Arm vorwärts und den anderen Arm rückwärts. Und immer wieder die Arme nach oben bringen. Jetzt wechsel die Richtung. Sehr gut. Schön locker schwingen. Sehr gut. So, jetzt lass beide Arme oben und ich zeige dir die Übung von der Seite. Du streckst dich ganz lang und lässt dann die Arme einfach fallen und bringst sie dann wieder hoch. Ja, wenn die Bluse ein bisschen aus der Hose rutscht, alles kein Problem, kannst du danach wieder richten und auch die Haare hinterher wieder gut in Position bringen. So, jetzt lass den Kopf, den Körper einfach mal ein bisschen mitfallen und komm wieder hoch. Atme aus und ein und mach die Bewegung bitte immer nur so mit, wie es für dich auch angenehm ist. Ja, wenn du merkst, irgendwie der Kreislauf spielt ein bisschen verrückt oder dir geht es dann mal nicht gut, mach die Bewegung einfach kleiner, so wie es für dich passt. In Ordnung? Dann bleib oben und lass immer im Wechsel einmal den rechten Arm und dann den linken Arm fallen. Immer wieder groß machen, fallen lassen, groß machen und fallen lassen. Ja, die ganzen Übungen jetzt am Anfang, die dienen dazu, den Körper schon mal etwas durchzulockern, ankommen zu lassen. Und so, kannst die Knie ganz leicht mitnehmen, schön mal ein bisschen tief gehen und wieder hoch, tief und hoch. So, noch zweimal. Sehr schön, dann darfst du die Arme einfach mal locker lassen und mal jetzt, mal ein bisschen dafür die Füße lockern. So, was du jetzt machst, du bounst einfach mal auf den Füßen. Ja, die Schultern, die können da einfach locker ein bisschen mitschwingen, ja. Kannst ja auch gern für die 10 Minuten nochmal knackige Musik reinschmeißen. So, jetzt dreh mal das Becken etwas mit, die Schultern einfach gegenläufig bewegen. Dann kriegen wir hier alles schön locker, locker, locker. So, genau. Und jetzt bleibst du stehen, bringst die Füße ein bisschen weiter in die weite Kniebeuge. Kommst du jetzt mit mir tief und hoch und bitte geh immer so weit, wie halt deine Hose auch zulässt. Ja. Nimm an Stoffhemmung oder Materialhemmung, da kommst du zum Teil einfach nicht tiefer. Aber das ist in Ordnung, ja? Weil wir bewegen den Körper, wir bringen ihn einfach mal in Schwung, damit wir so einen kleinen Break haben, dem Kopf eine Pause geben, den Körper eine Pause geben nach der ganzen Arbeit. So, jetzt darfst du einmal unten bleiben und so drei Impulse geben und wieder hochkommen. Ja? Einfach immer eins, zwei, drei und wieder hoch. So, von der ersten lockernden Bewegung gehen wir jetzt in die kräftigeren hinein. Das heißt, du gehst immer tief in die Kniebeuge. Eins, zwei, drei, tief und kommst wieder hoch. Ja? Tief, tief, tief und hoch. Ganz entspannt. Kannst auch die Arme lockern, immer wieder zwischendrin mal kurz öffnen. Wenn dir danach ist, auch noch mal ein Knöpfchen zu öffnen, ist das auch in Ordnung, überhaupt gar kein Problem. Mach so, wie es für dich passt. So. Nächsten Mal bleib oben. So. Stell dich hüftbreit hin. Nimm jetzt das linke Bein nach oben, ja, jetzt wird es ein bisschen wackelig und versuch mal mit dem linken Bein einen großen Kreis um dein Standbein zu malen. Ja, dabei das Standbein ganz leicht anbeugen und dann wieder nach oben strecken. Das heißt, du gehst so ganz leicht tief und wieder hoch. Die Arme, die helfen dir, das Gleichgewicht zu halten. Schau, dass der Blick mehr nach vorne ausgerichtet ist. Ja, der Körper folgt dem Blick. Das heißt, schau nach vorne und du bleibst schön immer aufrecht. Schaust du nach unten und du fällst. Also, Blick nach vorne. So, beim nächsten Mal bleib oben. Jetzt wechsel die Seite. Und auch hier wieder das Bein schön nach oben. Und falls du irgendwie zu wackelig dich fühlen solltest oder Kreislauf schief macht,
halte ich irgendwo fest. Ja? Du kannst dich einfach am Stuhl festhalten, mit dem freien Bein dann so tief, du kannst nach unten kommen und wieder hoch. Ja? Du gehst tief und wieder hoch. So. Vorteil ist, wenn du jetzt barfuß trainierst oder die Übung machst, dein Fuß hat mehr Stabilität, es gibt dir bessere Rückmeldung über die Position, wo und wie du stehst und hält das Ganze einfach stabiler. So. Im nächsten Mal bleib oben. So. Dein Stuhl, habe ich gesagt, brauchst du, hab in der Nähe. Jetzt nimmst du die Hände schön eng, gehst ein Stück nach hinten mit den Füßen. Ja? So. Und jetzt dreh dich mal immer zur Seite auf. Du kannst dich einfach zur Seite aufdrehen und zur Mitte. Stütz dich ab. Einfach zur Seite aufdrehen und mal der oberen Hand hinterher schauen. Sollte das zu locker sein, kannst du den Stuhl auch anders herum nehmen. Dann wird das ein bisschen intensiver. Dann hast du mehr Gewicht auf deine Hand, auf deinem Oberkörper. Ja, du stützt dich und drehst, soweit du kannst. Schau der Hand hinterher. Sehr gut. Schön weit aufdrehen und zur Mitte. Und immer mit den Füßen Rücken mitdrehen. Ja, du drehst dich auf die Innen- und Außenkante. Gut. Beim nächsten Mal bleib in der Mitte. So. Jetzt darfst du aufstehen und dich gleich wieder setzen. Du kommst bitte auf den Stuhl, nimmst die Hände unter den Po. Hatten wir beim letzten Training schon. Nimmst die Füße nach vorne, lass den Po schön weit hinten und schieb jetzt den Po schön weit nach unten. Das sind die Dips. Ganz wichtig ist hier nämlich die Stabilität für den Schultergürtel, für die Armmuskulatur reinzubringen. Und dafür versucht die Ellenbogen hinten richtig eng zusammenzulassen. Und magst du die Übung ein bisschen intensiver gestalten, geh mit den Füßen noch weiter nach vorne und fahr so weit du kannst nach unten und wieder hoch. Letztes Mal und dann bleib oben. So, jetzt schau drauf, dass du nach rechts und links etwas Platz hast. Den Stuhl brauchen wir gleich wieder, denn jetzt darfst du einen kleinen Seitschritt machen. Und dabei immer versuchen, den äußeren Fuß mit der gegenüberliegenden Hand zu berühren. Ja, du gehst tief, das innere Bein bleibt gestreckt und du kommst immer wieder nach oben. Sehr schön. Komm tief und wieder hoch. Tief und hoch. Sehr schön. Tief und hoch. Tief und hoch, noch einmal pro Seite. Und dann bleib oben. So, jetzt lass die Arme kurz lockern, die Beine durchlockern. So, jetzt fangen wir wieder ein Stück von vorne an. Wir gehen zurück zu den weiten Kniebeugen mit diesen drei Impulsen. Das heißt, du stellst dich wieder weit auf, schaust, dass der Oberkörper schön groß bleibt, aufrecht und gehst wieder tief. Eins, zwei, dreimal unten pulsieren und wieder hochkommen. Ja? Eins, zwei, drei und hoch. Tief, tief. Tief und hoch. Ja, da haben wir nämlich die großen Muskeln schön in Bewegung gebracht, weil das sind unsere, sagen wir, Motoren. Die sind dafür zuständig, dass unser Stoffwechsel schön gut arbeitet, unser Fettstoffwechsel definitiv am Brennen ist. Ja, ich wusste, dass nach 30 Minuten Sitzen die Fettverbrennung schon so ziemlich bei Null angekommen ist. Also spätestens alle 30 Minuten einmal aufstehen, mal ein bisschen durchbewegen. Am besten jetzt im 30-Minuten-Tag das Workout macht. Da zieht sich der Arbeitstag ein bisschen, aber es macht ja nichts. So, dann bleib oben. Gut, stell dich hin. Auf ein Bein. Mach dich groß. Komm tief und wieder hoch. Soweit du kannst nach unten und wieder hoch. Ja, den Zirkel um dein Standbein. Zuerst die eine Seite und dann die andere. Mach dich immer wieder groß nach oben. Ein letztes Mal, bleib oben, wechsel, zweite Seite, auch hier wieder schön Kreis malen und hochkommen. Und wie gesagt, weil es zu wackelig werden sollte, halte dich einfach fest, ja, mach dich groß, komm tief und hoch. So, letzten 90 Sekunden laufen, wir haben es gleich geschafft, yes. Wuhu, gar nicht so schlimm, oder? Nö. So, dann bleib oben. Komm wieder zu deinem Stuhl, entweder oben an der Lehne oder auf deiner Sitzfläche. Nimm die Hände schön eng zusammen, Füße nach hinten, Rücken lang. Und dann dreh dich auf, immer zur oberen Hand. Schau der Hand hinterher, schau, dass der Brustkorb schön aufgerichtet ist. Und du gleichmäßig ein- und ausatmest. Schön aufdrehen und senken. Schön aufdrehen
Und senken. Ja. Sehr gut. Ein letztes Mal. Wunderbar. Lösen. Dann darfst du direkt dich einmal hinsetzen. Kennst noch die letzten zwei? Das waren einmal die Dips und die seitlichen Ausfallschritte. Komm mit mir tief und hoch. Und ich hoffe, dir ist jetzt warm. Mir ist warm. Hier scheint aber auch echt die Sonne. Puh, fast wie Sommerurlaub. Komm tief und hoch. Tief und hoch. Puh, Ellenbogen schön eng lassen. So, bereit? Letztes Mal. Dann bleib oben. Stell den Stuhl zur Seite. Schau, dass du Platz hast. Und dann komm mit mir in die letzten Bewegungen. Einmal zur Seite, nach rechts. Versuch den Fuß zu berühren mit der diagonalen Hand, mit der gegenläufigen Hand und komm dann wieder hoch. Komm tief und hoch. Tief. Huhu. Letzten drei. Tief, hoch. Zwei. Und oben. Stopp. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche euch noch einen schönen weiteren Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis bald.